Ne, und hier zum Beispiel Melee Damage habe ich schon ein bisschen gemacht, dann das Weight auf 190, also so viel kann ich halt tragen. Na, am Anfang ist halt 100, glaube ich, oder 120 oder so. Und Health und so habe ich halt auch ein bisschen mehr gemacht, weil ich ja eher so der Jäger bin, ne, und da natürlich öfter mal ein bisschen attackiert werde von irgendwelchen Viechern. Und ja, dann gibt es halt noch als extra diese Engram Points, ne, und das sind die Sachen, die euch dann halt craften könnt. Dafür müsst ihr halt einzelne Punkte ausgeben, um das zu lernen. Also ihr seht, ich habe hier nicht alles gelernt. So ein Parasol-Sattel oder so habe ich jetzt zum Beispiel nicht gelernt. Der recht früh dann kommt. Dadurch, bis ich halt schon vom Level her 30 bin, kann ich schon recht viele Sachen halt craften. Noch nicht alles, aber eine Waffe tatsächlich kann ich noch nicht craften. Aber ich habe gesehen, Stuff, ich kann diesen Chitin kann ich jetzt machen. Ne, könnte ich lernen, sage ich mal so. Ne, dafür bräuchte ich aber einmal 15 Erfahrungspunkte und einmal 18 Erfahrungspunkte. Habe ich halt noch nicht gelernt, ne? Dann, Die ersten Waffen kommen so ab 30, ab 35 sogar. Jawohl, Simple Pistol kommt. Oh. Ah. Ich muss mal die Flare Gun lernen. Ne? Damit ich. Warte mal, vielleicht können wir uns das ja schon craften, das wäre lustig. Oh, Gunpowder habe ich nicht gelernt. Okay. das habe ich gelernt. Naja. Nur ich brauch's ja, um das halt weiter zu skillen, Boah, das sozusagen. Gewicht ist einfach mal, ne? Hab ja noch 38 Also Punkte, später, also. wenn du auf Gunpowder bist und danach die Flare Gun gelernt hast, kannst du später diese Simple Gun. Na, das ist so eine einfache Handfeuerwaffe, die werde ich mal gucken, bis ich jetzt mir das auch irgendwie Level ermögliche. 30 brauche ich dafür. Das ist aber noch ein Stück, ne? Ja. Wo ist denn dieses Gunpowder eigentlich? Ich finde das jetzt gerade nicht. Gunpowder, Gunpowder? Das ist eigentlich hier irgendwo. Ob wir es finden? Zementingpaste. Ne, das muss irgendwo. Wo ist denn das, sag mal? Staffi, kannst du mir gerade das kurz sagen? Nee, ne? Moment, ich schau. Spark Powder habe ich. Es müsste eigentlich nach Spark Powder kommen und vor der Flare Gun Ah, eigentlich. ja, rechts, Ach rechts, rechts. ja, okay, stimmt, ja. Auch gerade gesehen. So, das haben wir jetzt erlernt und das heißt, jetzt könnte ich auch die Flare Gun erlernen und dann kann ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dafür brauchen. Bestimmt voll viel Metall, wette ich mit dir. So, dann gucken wir mal. Und dann habt ihr die Sachen, die ihr jetzt gelernt habt, zum Beispiel, könnt ihr dann halt hier bei Craftables nachschauen. Und Moment, ich kann sie glaube ich doch nicht, oder? Moment, wie viele Punkte? Das ist mehr als 5, 15 Erfahrungspunkte. Ich habe das doch gelernt. What? Moment. Sich da so nicht geupdatet, das ist ja lustig. Ach, die kann ich wahrscheinlich dann nur an dem Dings halt mit Blueprint oder so craften oder mit, ja, okay, alles klar. Kann ich dann wahrscheinlich nur an dem Ding halt craften, hier an dem Smithy. Währenddessen stehe ich hier voll in der Dunkelheit, es ist schon gut kalt. Es ist gar kein Licht da, liebe Freunde. Na, alle herzlich willkommen, die zuschauen. Oder das im Nachhinein sehen sollten. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Die Musik geht manchmal echt ganz schön ab, ey. Ich mache ihn mal ein klein wenig leiser. Am Smithy müsste das. Ja, genau, hier. Ah, genau. Dazu braucht man, boah, 60 Metal Ingot, 5 Wood und 15 Hide. Also Metal Ingot bräuchte ich. 60 Metal Ingots, da Ja. hat es erstmal da dann scheitert's. Ja. Da müssen wir noch ein wenig weiterkommen, ne, als wie wir jetzt sind. Eieiei. Ja, dann schauen wir mal, bis wir uns das irgendwann mal als Ziel setzen. Aber ich finde gut, dass das hier alles so lange dauert, ne, bis man wirklich sehr, sehr lange dafür braucht, ne? Ich meine, wir haben jetzt zwar schon zwei oder dreimal angefangen, aber so diesen Status, den wir jetzt haben, hätten wir eigentlich normalerweise auch gehabt. Ne? Nur, dass wir halt die Base jetzt das dritte Mal oder so aufbauen. Ne? Dadurch bist du manchmal irgendwie wegen Resets und so halt und Server-Vibes von Wobei man unsererseits. sagen muss, dadurch gibt es irgendwann echt eine Routine und jedes Mal geht's schneller. Ja. Also am Anfang, was so war, so, ja, was müssen wir jetzt machen, was müssen wir jetzt machen? Jeder kann sofort, ohne groß nachzudenken, diese Anfangsschritte, die nach dem 10. Mal hat man die echt verinnerlicht. Ja gut, am Anfang ist es echt schwierig zu überleben, ne?
Aber dann, wenn du es irgendwann jetzt hier halt raus hast, dass du, ne, vor allem wegrennen musst und vor allem Angst haben musst, sozusagen, na dann, ne, überlebt man doch schon mal ein paar Sekunden, ne? Das ist ja das Wichtigste. Am Anfang erstmal allem und jedem ausweichen. Ja. So, ich sammle mal ein paar Steine währenddessen, ne, weil ich brauche wieder, ich habe glaube ich 80 Dinger Steine bei den zwei Schildkröten verbraucht. Okay. Ja. Machst du immer noch Bären oder was? Ja, ich bin gerade auf dem Rückweg. Ah, okay. Bären sind nämlich auch mal sehr, sehr gut. Halt, so blaue Bären oder rote Bären sind zum Beispiel meine Favorites. Wegen Essen und Trinken halt. Es ist halt für unterwegs ganz praktisch, wenn man jetzt nicht unbedingt Fleisch mitnehmen kann oder weil man nicht so viel hat. Ja. Außerdem Bären halt für die Dinosaurier, die lieben die. Ja, genau. Und die brauchen das natürlich zu essen. So, apropos Essen, Fleisch hast du ein bisschen was, oder? Ich hab noch 6 dabei. Okay, gut. So, 11 sind nämlich jetzt komplett fertig gebraten, die packe ich jetzt nämlich auch dann rein. So, können wir nämlich das Feuer... Obwohl, wir müssen es eigentlich anlassen. Wegen Nacht und so, weil kalt. Wahrscheinlich schon meine Fackel in der Ferne. Stimmt, ja, da hinten kommst du. Ganz gemächlich schreiten wir voran. Ja, die Dinos freuen sich so sehr, dass sie ins Haus scheißen sogar. So, genau, das Fleisch wollen wir hier in unseren supergeilen. Da kannst du auch übrigens rohes Fleisch reintun, ne? Und normalerweise spoilt das in 6 Minuten, ne? Oder 7 Minuten. Und da drinnen braucht es 1 Stunde und 8 Minuten. Bis es verspoilt ist. Also, ne? Das ist richtig geil, das Ding. Ja. Ja. Brauche allerdings auch immer ordentlich Spark Powder halt, ne? Das heißt, wir müssen immer auch Flint ordentlich ernten, sozusagen. Ja, das ist echt krass, der Farm-Aspekt hierbei. Also man, es ist nicht wie in Minecraft quasi, dass man da einmal eine Farming schon macht und davon dann jahrelang zehren kann. Eigentlich muss man andauernd irgendwie raus. Ja, irgendwie was essen andauernd auf jeden Fall. Irgendwie, irgendwas fehlt dir immer. Leider ja. So, das... Mach mal noch mehr Narcotics, ja? So, 10 Fleisch sind noch in Haltbarkeitsdings drin. Zur freien Verfügung, ne? Währenddessen nicht auch mal eine Runde in die Ecke, ne? So. Ja, yeah, okay. Trinken sollte man natürlich auch immer auffüllen, unsere Flaschen auch. So, du bist ja wieder angekommen, sagst du. Gibt es ja wahrscheinlich jede Menge Bären. Halt ja, wir haben ein paar mitgebracht. Ja, damit wir ein paar auf die anderen verteilen. Mal. Nehmen wir mal so 300 raus und verteilen die auf die anderen. Ich will keinen Zwang, ne? Hi, Markus. Oh, hallo. Ihm müssen wir Talkpower geben, weil ich musste vorhin wegen unseren Supportern. Kannst du, soll ich machen oder machst du kurz? Hat schon. Danke. Hat schon. Danke. Hallo, Markus. Ja, hey. Rex V8 ist gedeiht. Rex V8, Hambi V8, ja. Oh Gott, nein! Aber das war, weil ein Rex zur Base gestürmt ist, ne? Und ich kurz vor der Base war mit ihm, kam gerade vom Farm zurück und hat ihn dann halt angegriffen, ne? Und dann bin ich einfach nur weggerannt und dann sind wir eine ganze Weile weg von der Base zum Glück, ne? Und ja, und dann wurde Hambi getötet und ja, ich habe den Rex dann halt auch noch irgendwie mit zwei großen Brontosaurus halt kalt gemacht. Ja, nachdem er mich eine halbe Stunde lang gejagt hat. Ja. Aber ich habe dir was Neues besorgt. Will ich auch hoffen. Es steht schon hier. In der Sattel? Ist zwar kein Trike, aber nee, alles weg. Na. Ja, kannst du dich ja mal mit einem Rex anlegen. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, ey. Das hatte ich jetzt eigentlich für den nächsten Tag gedacht. Was? Sich mit einem Tyrannus anzusehen? Ja, so ein bisschen mit dem Spielen. Man muss ihm nur zuhören, der braucht eigentlich nur jemanden zum Reden. Ja, ja. Und ja. Menschenfleisch, viel Menschenfleisch. Ich hab dir aber eine Schildkröte Level 26 besorgt, also was Gutes. Ja, aber so ein hohes Level ist nicht gut. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Außer du hast die von 7 bis 26 hoch. Nee, das nicht, aber ich hätte gute Werte.
Ne? Die kann auf jeden Fall ja, ja sehr, sehr gut essen. Ja. Und hat sehr, sehr viel helfen, also du kannst damit gut angreifen. Außerdem, es gibt noch ein paar Punkte, die sie vergeben können. Oh, okay. Sei froh, dass ich überhaupt was besorgt habe, hallo? Ich habe unsere Base verteidigt, Mann. Aber mein V8 ist gestorben. Ja, passiert ja. 2.0 ist ja noch da. Aber wir haben eine Menge geschafft. Okay. Die Base. Tenshi hat schon unsere Base mit Graffiti angemalt. Ja, der alte Verrückte. Habt ihr euch meine Metallwerkzeuge genommen, oder? Nee. Okay. Gut. Müsstest du in deinem Inventar noch haben. Echt? Ja. Was? Wer hat sich die genommen? Niemand. Ja! Ja! Meine! Die hab ich gestern noch gesammelt. War aus dem Erdloch oder gesammelt? Ja, Level 20. Aber wir haben schon ein bisschen was gefarmt. Das ist schon mal gut. Holz und sowas brauchen wir gleich wieder ein bisschen Runde, glaube ich. Und wir haben unsere Base schon mal ein bisschen erweitert und eingezäunt, ne? Angefangen. Okay. 18 neue Punkte zu vergeben. Bei wem? Bei dir. Bei mir? Ne, bei Staffi. Ja, 18 Punkte, ich weiß aber nicht wofür. Weißt du, Staffi, ob es eine Lederhose, ne? Typisch Frank, aber keine Schuhe an. Ja, ja. Aber die Pflanzen wachsen ganz gut, ne? Jetzt, siehst du das? Ja, die habe ich schon geerntet, die ersten drei hier. Echt? Ja. Ah, okay. Da habe ich gerade über 30 Beeren geerntet. Okay, wow. Werde ich hier jetzt auch gleich wieder welche anpflanzen, wieder pflanzen. Ja, wir haben ja noch genug Samen hier im Schrank. So. Ja, währenddessen es Nacht ist, ist es halt ein bisschen schwierig immer mit den Jahren. Na, und wir haben eigentlich so für die Sachen, die wir craften wollen oder können, halt alles hier in der Base drin eigentlich normalerweise. Also Fiber haben wir genug gefarmt und Thatch und so haben wir auch ein bisschen was gefarmt noch. Obwohl Thatch könnten wir auch als nächstes wieder. So, Narkotikpfeile haben wir auch noch 15 Stück. Damit ja, könnten wir müssten uns auf jeden Fall einen Raptor hätte ich gerne irgendwann mal. Ich kann mal gucken, wenn ich jetzt gleich jagen gehe, ob ich den Pferd finde. Ja, wir müssen uns halt ein bisschen aufteilen, ne? Ja, schon mal wieder. Also wäre ganz gut, wenn ich jagen gehen könnte, halt, weil Stream und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ja. Ich jag ja normalerweise auch ganz gut, halt, ne? Also, so ist ja noch nicht. Ich habe hier gestern 3 Schweine erlegt. Na, von 10 Minuten. Ich habe auch gerade 3 Saurier und so erlegt, aber naja. Bis mich ein netter Dings aufgefunden hat. Ein netter, wie heißen sie gleich? T-Rex. Nein, nein. Nee, nee, der zum Glück nicht, der kleinere Bruder. Ach, die Kanis. Die Kanis. Kano. Kano. Kano, Kano, ja, Kano. Kano. Genau, ja. Kanosaurier. So. Ja, ich hoffe, es wird bald hell. Und zwar, wir haben es ja jetzt 3.36 Uhr. Also, ich weiß nicht, wenn ihr H gedrückt habt, ob ihr das kennt schon. Ne? Wenn du H gedrückt hättest. Staffi, kannst du das schon? Tag 31, die südöstliche Küste, 15 Grad, Schlaflevel 21, ja, von der Young Family genau. Stamm. Jetzt weiß ich wenigstens, wer ich bin, habe ich kein Identitätsproblem mehr. Nee, wegen der Uhrzeit. Weil die oben steht und, halt. Und weil ich keine Identitätsprobleme mehr habe. Und unten rechts sieht man auch, halt bei den Symbolen sieht man auch, wie viel man davon hat. Ja, ja. Muss man nicht immer aufs Inventar zugreifen. So, na dann werden wir uns mal wieder, ich werde mich hier mal schon langsam in der Früh halt aufmachen. Da wo die dicken Monster immer sind, also nicht die dicken Monster, sondern die gut zu jagenden Viecher. Rechts oder links rum? Rechts lang. Und dann links, dann Richtung Wald dann gleich. Ich muss nur gucken, ich brauche nur wieder ein paar Speere. Was brauche ich dafür? Speere, ich brauche Wut ein bisschen. Ich jag ja gern mit Pfeil und Bogen. Ja, aber die Materialien sammeln teuer ich halt. Ne? Ja, die sammle ich mir halt immer, wenn ich jagen gehe dann. Mhm. Gehe mit 10 los und komme mit 20 Spieler. Und hab noch ein paar. Signac, natürlich kannst du im Teamspeak kommen. Jetzt wollte ich noch aufmachen wollen. Müssen wir gleich gucken, was wir ihm dann auch drauf vorgeben. Ja, ja. Wenn er da ist. Ja, ja.
So, ja, es wird langsam dunkel, ne? Und ich weiß